Gut, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin Eckhard Boßmann. Ich komme von der Universität Göttingen. Das ist fast schon Norddeutschland, können wir sagen. Und komme dort eigentlich eher aus dem Bereich Astrophysik am Institut und promoviere dort. Das heißt, im Grunde ist das mein erster fachfremder Vortrag, wenn man so will. Ja, bin ich jetzt hier bei den Linux-Tagen und habe mir dieses Thema überlegt, als konzipiert erstmal so als Einstieg, LAMP-Server für Einsteiger, die jetzt da noch nichts groß gemacht haben. Ich habe schon gesehen, es gab ja andere Beiträge hier am Wochenende, heute Morgen zum einmal die OwnCloud, die eigenen Daten bei sich selbst vorhalten und nicht zu Google gehen, wie auch hier das Motto ist. Dafür brauchen wir natürlich dann auch einen LAMP-Server im Vorfeld schon mal. Oder eben aber auch andere Vorträge, wie um 16 Uhr einer, der dann hier gut sich anschließt, was die Sicherheit dann angeht von dem Server. Weil, ich habe selber beim Erstellen gemerkt, in 45 Minuten oder wie auch immer, muss man schon gucken, dass man das alles unterkriegt, weil das ist ein Riesenthema. Okay, also die Idee ist, welche Software brauchen wir, was ist notwendig, um eine Webseite online zu stellen oder wie man es macht. Und da bauen wir auf dem Linux-Server auf. Das ist bei mir dann Ubuntu kann, oder Debian, kann auch dann prinzipiell jedes andere System sein. Und ein SSH-Server, der da schon vorhanden ist, also OpenSSH in dem Sinne, wo ich da jetzt dann nichts groß zu sagen werde. Ja, und das, was uns dann betrifft, heute ist dann die Installation und das Konzept von Apache, die Datenbank MySQL und die Scripting Language PHP. Ja, und die Idee, die noch dahinter steckt, ist, Ihnen einen Überblick über das Thema zu geben. Wenn man selber jetzt in die Situation kommt, selber ein System draufzusetzen, ein grundlegendes Verständnis zu liefern für Apache, MySQL, PHP und das vielleicht so als Sprungbrett dann zu nutzen für weitere Google-Suche, Recherche und die Implementation des ersten Webservers. Man kann natürlich auch sowieso alles im Internet finden, also Google weiß da alles. Und die Slides, die sind am Ende als PDF dann verfügbar, wahrscheinlich über die FH-Webseite hier und ich habe dann noch eine Sammlung an hilfreichen Links, auch als Ausgangspunkt für die eigene Arbeit dann. Das muss ich dann nochmal besser zusammenstellen am Ende. Gut, also beginnen wir damit erstmal, was ist überhaupt ein LAMP-Server? Also ein Linux Apache MySQL PHP-Server. Ich weiß gar nicht, ein Laserpointer? Na gut. Also basierend auf dem Linux-Server haben wir die große Box oben und unten haben wir den User, der jetzt eine Website ansurfen möchte mit seinem Webbrowser. Der stellt also die Verbindung zum Webserver her, in dem Fall Apache, und dieser kann dann die Anfrage beantworten und dann eine Webseite ausliefern, eine HTML-Seite als Beispiel. Und wenn wir dann weitergehen und sagen, wir möchten aber auch dynamische Seiten aufsetzen oder PHP dafür benutzen, dann kommunizieren wir mit dem Webserver und geben zum Beispiel Formulardaten ein oder irgendwas wird verarbeitet und das passiert dann serverseitig mit einer Skriptsprache. Oh, vielen Dank. Genau. Die Technik hier. Ah, der da in der Mitte. Oder? Mal ausgeschaltet. Entschuldigung. Geht sich hier jemand mit? Und? Ja, gut. Genau, und PHP. Und wenn wir das dann haben, dann kann es ja auch sein, dass. Ja, bitte? Bitte zu berücksichtigen, den Laserpointer siehst du auf der Aufzeichnung überhaupt nicht. Ja. So ist jetzt sichtbar. Gut. Auf der Aufzeichnung. Okay. Und wenn wir dann zum Beispiel die Website haben, dann passiert es ja, dass der User Daten eingibt, dass das vielleicht auf der Serverseite gespeichert werden soll oder dass. Häufig ja auch, wenn man ein Login-Portal hat und der User möchte sich einen Account anlegen, das soll dann auch alles gespeichert werden. Dazu bietet sich eine Datenbank dann an und das wäre dann hier in dem Fall MySQL und über PHP können wir dann MySQL ansprechen und das Ganze abwickeln, abspeichern. Also dazu die Komponenten. Und was wir benötigen, man kann halt auch erstmal klein anfangen oder dass man überhaupt generell erstmal sich ein kleines System aufbaut, die Erfahrung sammelt und dann Stück für Stück erweitert.
Und was man dann am Ende natürlich haben will, ist, hängt natürlich auch von dem Ziel ab, von den Bedürfnissen. Und man kann halt mit einem Raspberry Pi beginnen oder man nimmt einen typischen Rechner und Betriebssystem und die Software hatte ich ja schon erwähnt. Gut, also starten wir mit der Installation direkt. Klar, das ist jetzt einfach erstmal nur die Installation, die Pakete, die habe ich gleich mal alles zusammengeschrieben für PHP auch und für MySQL. Danach geht es dann direkt weiter, man hat das Ding drauf und guckt erstmal lokal oder dann im LAN über die IP, läuft der Service, ist das Ding erreichbar. Ja? Da wird man dann höchstwahrscheinlich eine Testseite von Apache zu Gesicht bekommen und falls es da schon hakt oder es nicht ganz klappt, kann man sich vergewissern, läuft der Prozess schon Apache oder dann muss ich es halt nochmal manuell starten. Gut, das heißt, wir haben jetzt auf unserer Maschine einen Prozess am Laufen, Apache, der Webseiten bereithalten oder ausliefern kann. Und da ist es natürlich passend, wenn das nicht irgendein User ist, sondern wenn das ein spezieller Apache-User macht, auch aus Sicherheitsgründen. Das ist dann www.data oder www.run, das ist glaube ich bei SUSE. Das wäre explizit dafür der User. Wenn wir überlegen, wir rufen die Webseite im Browser auf und kommen auf diese Startwebseite, später dann muss sie auch irgendwo auf dem Linux-System abgelegt sein, vorhanden sein. Dazu gibt es halt das sogenannte Document Root und das befindet sich unter Ubuntu, Debian befindet sich das hier und ich glaube bei Apache 2.4 ist es mittlerweile so, dass sie nochmal einen Ordner HTML haben, aber das ist eigentlich total egal, das können wir ja anpassen. Und üblicherweise hat man dann später eine Index.html oder Index.php, die dann dort direkt im Ordner liegt. Und ja genau, wir haben halt einen Job laufen, der sowieso auch normal automatisch mitstartet. Und wir können hier den Apache kontrollieren über die entsprechenden Befehle Start, Stop, Start, Reload. Ja, da haben wir dann das erste Mal den Apache gesehen und auch vielleicht diese Startwebseite, den Webbrowser. Da fragt man sich ja, okay, wo sitzt das Ding jetzt überhaupt? Der Apache, das ist der weltweit verbreitetste Webserver. Ich weiß nicht, ob 70% der Webserver mit Apache laufen. Und Apache an sich selbst ist, kann man Vorlesungen überhalten. Also das ist ein sehr komplexes, großes Thema. Die Dokumentation, die PDF von Apache ist über 1000 Seiten lang. Und ist in dem Sinne sehr mächtig, was die Vielfalt angeht, die Möglichkeiten, die man mit dem Apache hat. Ja, aber man kann auch schnell den Überblick verlieren oder man hat sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Nun, Apache liegt hier und es gibt eine Konfigurationsdatei, Apache 2.conf. Und ja, so baumartig sozusagen zersplittert sich das in verschiedene Bereiche, um es übersichtlich zu halten, Konfigurationen. Da haben wir zum Beispiel einmal hier in diesem Hauptordner, haben wir dann Unterordner jeweils und das ist dann hier conf available, mods available, sites available und so weiter. Und hier sieht man schon, hier sind Ähnlichkeiten, weil dort ein bestimmtes Konzept dahinter steckt. Wir haben einmal in den Ordnern conf available, oder in den available Ordnern, haben wir Konfigurationen direkt abgespeichert als Dateien und je nachdem, was wir verwenden wollen oder aktivieren wollen, gibt es dann hier den Enabled-Ordner, gibt es dann jeweils Links dazu, die dann eben auf die Einträge hier im Available-Ordner verweisen. Das heißt, wir können Sachen dann aktivieren, deaktivieren, das resultiert dann in den entsprechenden Links sozusagen. Das heißt, wir haben hier in diesem ersten Block haben wir Konfigurationsdateien allgemein oder auch speziellere, wo ich dann gleich noch kurz was zu sagen werde. Wir haben hier einen wichtigen Teil, das sind die Module. Apache ist halt modularisiert aufgebaut auch. Das heißt, wir können den Apache erweitern mit weiteren Funktionen und so weiter. Und die können wir installieren und dann auch entsprechend dann enablen. Und worauf wir auch stärker noch eingehen werden, ist die Webseitenkonfiguration, die mit Virtual Hosts abgewickelt wird, die Konfiguration, die dann hier liegt. Und wir haben dann beispielsweise noch eine Ports-Conf-Datei, die einfach die Ports konfiguriert. Also defaultmäßig ist dann halt für HTTP und HTTPS das eingestellt. Aber es gibt manchmal auch Gründe, dass man es gerade extra ändert.
Und diese vier Blöcke, die will ich jetzt dann im Einzelnen mal kurz durchgehen. Ja, also die Konfiguration, die können wir hier spezialisieren, indem wir zum Beispiel hier sagen, FQDN, Fully Qualified Domain Name, können wir hier angeben und reinschreiben in eine Datei, in Available. Wir können gewisse Security-Konfigurationen vornehmen, die wir dann speziell hier reinschreiben, eher generelle Art. Man kann die Server-Signatur zum Beispiel hier ausschalten an dieser Stelle. Das würde betreffen, wenn der Apache eine Webseite ausliefert und es gibt vielleicht einen Fehler, einen Error oder so. Oder eine andere Meldung, dass halt standardmäßig sonst unten drauf steht, Apache läuft auf dem und dem Linux mit der Apache-Version und kann man überlegen, ob man das vielleicht abschaltet, dass der nicht zu viel über sich erzählt. Und es gibt Security-Header, die wir da auch konfigurieren können, was dann eher die Sicherheitsaspekte betrifft von Webseiten oder von dem Apache, was sicherlich dann nach um 6 Uhr in einem entsprechenden anderen Vortrag drauf eingegangen wird. Und wir haben zum Beispiel auch Möglichkeiten, Error-Seiten, die vom Apache ausgeliefert werden, auch zu Benutzer definieren. Also es gibt normalerweise die Standard-Fehlerseiten 404 oder 500, wo ich ganz am Ende nochmal kurz was zu sage. Das können wir auch spezieller noch definieren für verschiedene Unterseiten. Ja, und dann gibt es noch weitere andere Konfigurationsdateien. Gut, kurz was zu den Ports. Da hatte ich ja oben schon erwähnt, wir haben die Port-Konfigurationsdatei. Da muss man nicht viel zu sagen, die Datei ist eigentlich recht simpel. Man kann sich höchstens mal am Anfang kurz überlegen, ja, wofür setze ich das System auf, was ist die Zielgruppe. Wenn es natürlich ein öffentlicher Server ist, dann benutze ich die Standardports, damit er überhaupt auffindbar ist. Ansonsten kann es auch sein für kleinere Gruppen, also für ein selbst oder für kleine Gruppen, Familie, Freunde, eben auch im Hinblick mit Cloud beispielsweise, dass man sagt, ja, das ist jetzt nur begrenzt genutzt, dann kann man eben auch einen exoterischen Port ansetzen, keinen Well-Known-Port. Das macht den Server nicht sicherer, wie jetzt manche denken vielleicht, aber es verringert halt das Rauschen in den Logdateien, wenn man halt das erste Mal dann die Dienste online hat und dann sieht auf einmal, was in den Logdateien für Scans kommen von anderen Leuten, die versuchen, ob da irgendwelche Schwachstellen oder irgendwelche Lücken sind. Und das ist das eine. Oder interner Nutzen vielleicht, wenn man irgendwie in einer Firma ist, im Intranet oder so, kann man sich auch überlegen. Aber in der Regel werden die meisten wohl die Standardports erstmal wählen. Gut, und man kann sich überlegen, dass man halt sowieso generell später dann, wenn man die Erfahrung gesammelt hat, auf HTTPS umsteigt. Aber das führt dann noch weitere Themen nach sich mit Zertifikaten und so. Das ist dann auch jenseits dieses Vortrags. Aber das soll nur ein paar Denkanstöße jetzt in dem Sinne liefern für die Folie hier. Kommen wir zu den Modulen. Ja, das ist ein großer Punkt bei Apache. Es gibt halt ein paar Standardmodule, die sowieso mitgeliefert werden bei der Installation. Oder auch Core-Module. Und ein paar sind hier gelistet, Headers-Modul, auf Basic-Modul, das SSL-Modul und das PHP ist, meine ich, nicht dabei, aber wir hatten es vorhin gesehen, in der Installationskommando für den LAMP-Server installiert man dann PHP einfach gleich mit, das Modul. Und dann hat man das erstmal auf dem Rechner, auf dem Server. Dann ist es praktisch, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Also, man kann sich erstmal die Module anzeigen lassen, die überhaupt installiert oder geladen sind beim Apache. Man kann dann, wenn man zum Beispiel ein neues Modul installiert hat, man kann es dann aktivieren über A2 Enable Module, Modulname oder deaktivieren. Das würde wieder resultieren, dass die Einstellungen in den entsprechenden Ordnern hier vorgenommen werden. Und wenn man dann Sachen geändert hat, zum Beispiel ein Modul aktiviert hat, dann sollte man besser nochmal die Konfiguration neu laden, also man muss sie nicht gleich restarten in Apache, da reicht Reload. Andere interessante Module, die häufiger mal benutzt werden oder was man im Internet sieht, wenn die Leute da googeln und suchen, ist zum Beispiel Mockery White, wo wir zum Beispiel, wenn man die URL aufruft, dass der Apache die Möglichkeit bekommt, dass er die URL umschreibt, also aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben machen oder dass er der toleranter ist.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Module User Directory. Das wird bei uns in Instituten gerne mal gemacht. Das heißt, man hat da die Institutswebseite, man hat den Webserver auch, da hat man halt die ganzen Mitarbeiter und jeder hat da sein Linux-Home-Verzeichnis. Und dann hat man es vielleicht so, dass der Linux-User auch gerne mal auf seiner kleinen eigenen Seite da was einstellen will, ob es dann für die Arbeit, für die Wissenschaft dann eben kurz eine HTML-Seite ist mit Lebenslauf oder aktuelles Forschungsprojekt oder Paper oder so. Oder ob es dann ja, einfach ja, Dateien sind, die man da zum Austausch hinlegen möchte. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass man halt im User-Home-Verzeichnis auch einen Ordner www oder public hat, je nachdem. Und der Apache dann mit dem Modul halt dieses einbinden kann und dann sieht das beispielsweise so aus wie Uni-Institut irgendwas, / tilde E. Boßmann oder der Username. Das wäre so ein gängiges, das haben die einige sicherlich schon mal gesehen. Das würde einem dieses Modul hier dann auch ermöglichen. Also schon praktisch. Oder das Modul für Bandbreite, Bandwidth. Was ich gemerkt habe, in meinem Fall ist es dann so beruflich oder dann vor allem auch privat, ein Server, den man laufen lässt mit OwnCloud, dann hat man ein paar User darauf und die das dann immer mal weniger, mal mehr stark nutzen und auch viel Traffic mal verursachen zur Synchronisation ihrer Daten und dann schwupps, passiert es mal, beim Privatanschluss hat man dann ein Mbit Upload, das ist dann nicht so der Hit, aber wenn jemand dann da groß am Traffic erzeugt, dann hat man auf einmal möglicherweise kaum noch die Shell offen oder kann SSH kaum noch benutzen, weil die Eisbefehle nur so dahin sickern da. Und, da kann man nicht mehr arbeiten als Admin dann mit der Shell. Deswegen ist es dann gut, zum Beispiel mit dem Modul dann mal die Bandbreite so ein bisschen zu limitieren für andere User oder dass man sich immer noch so eine Reserve offen lässt. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, die Virtual Ords. Also wir haben halt hier die Ordner Sites Available und Sites Enabled und dort liegen am Anfang erstmal vormäßig Konfigurationsdateien, aber hier für normal HTTP und einmal hier für SSL. Und dort ist es so, die Idee ist, dass Virtual Hosts halt es einem erlauben, eine Webseite oder auch mehrere mit den Namen hier auf einer einzelnen Maschine laufen zu lassen. Und genau, das heißt, wir hätten hier diese beiden liegen und in dem Enabled-Ordner haben wir wiederum dann Links zu diesen Konfigurationsdateien liegen. Gut, und wie gehen wir jetzt damit um? Wie fangen wir an? Also wir gehen davon aus, wir haben einen Server mit einer IP-Adresse, wir haben halt einen Alias, wir haben halt einen Namen, den wir ansprechen möchten vom Netzwerk oder vom Internet aus. Als Beispiel host hier example.com oder .org. Und das heißt, wir können uns also erstmal ein Beispiel, eine Datei anlegen und die dann in den nächsten Schritten auf unsere Bedürfnisse konfigurieren. Und das heißt, dass wir dann später auch an der Stelle die Site enablen sollten, da was möglicherweise nicht funktioniert und mit diesem Befehl dann halt der Link erzeugt wird, der eben in der Sites Enabled Ordner dann liegt. Genau, genauso können wir das dann auch wieder rückgängig machen und disablen. Gut, also die Konfigurationsdatei. Das ist jetzt die, über die wir sprechen. Die hat halt eine gewisse Struktur und die sagt halt erstmal, ja, Apache lauft auf dem Port 80, das kann ja auch irgendein anderer sein. Und wir geben erstmal hier ein paar grundlegende paar Informationen an, was der Servername ist, was die Server-Admin-E-Mail-Adresse ist. Das heißt, wenn eine Fehlermeldung auf der Webseite auftaucht für den User, oder was anderes, dann hat der Apache die Möglichkeit, eben gleichzeitig eine E-Mail-Adresse mit auszugeben, sodass man dann bei Problemen direkt sich dann an denjenigen wenden kann. Und wie ich schon sagte, wenn man die URL im Webbrowser aufruft, dann wird ja erstmal eine Startwebsite geliefert und die muss ja auch auf unserem Linux dann irgendwo lokalisiert sein, beziehungsweise irgendwo muss Apache sein Wurzelverzeichnis dann eben auch haben, von dem er ausgeht, wo er dann beginnt. Zu suchen.
Und das kann dann zum Beispiel hier var www sein oder Example 1, was dann hier eben definiert wird. Und ich kann dann darüber halt hinaus auch andere Virtual Hosts definieren, wo ich dann eben anderen Servernamen nehme oder auch ein anderes Document root. Und ja, dann gibt es noch weitere Voreinstellungen, wie gesagt, wo man sich erstmal daran orientieren kann, was zum Beispiel die Logdateien angehen. Das sind dann hier die Standardpfade, die dort angegeben sind. Ja. Kommen wir zu den nächsten Konfigurationen. Das war jetzt eben erstmal so das, was wir sowieso brauchen allgemein. Und wir können dann, wenn wir dann halt uns in unserem Verzeichnis finden, war www oder /example, können wir dann dort Dateien ablegen, also HTML, PHP-Dateien, und dann können wir dem Apache sagen, wie er den Inhalt behandeln soll an Files, die dort lokal für ihn liegen. Und dazu können wir halt gewisse Direktiven, gewisse Angaben machen, die er abarbeitet, und das können wir dann einmal hier fürs Document-Root machen, das können wir auch spezieller dann für Unterordner machen, und da gibt es dann gewisse Direktiven, auf die ich gleich dann nochmal weiter eingehe. Das heißt, wir können Optionen erstmal allgemein setzen, wir können sagen hier allow override none oder all, das heißt, dass er gewisse Regeln überschreibt oder dass es zulässt, dass er es verbietet, dass gewisse Regeln überschrieben werden oder dass er eben explizit es zulässt. Wir können eine Reihenfolge angeben, wie der Zugriff zu erfolgen hat, entweder in der Ordnung allow deny oder deny allow, dazu gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, und wir können hier auch nochmal angeben, ein Directory Index, das kann dann die Index.php sein oder eine andere Datei. Und defaultmäßig ist es halt so, dass wenn wir da in dem Document Root beginnen, dass Apache normalerweise davon ausgehen würde, er erlaubt den Zugriff, allow from all. Und ja, wenn man sich dann später mehr und mehr mit Apache beschäftigt oder auch mit den Sicherheitsaspekten, dann gibt es gewisse Empfehlungen oder so, dass man beispielsweise erstmal auf Oberst erstmal generell sagt, order, deny, allow, halt prinzipiell erstmal mehrstufig erstmal alles verweigern, deny from all, und die zweite Zeile wird dann abgearbeitet, und danach kann man dann explizit sagen, für was er denn doch noch erlauben soll. Ja? Also erstmal alles ablocken und dann nach dem deny allow machen. Da gebe ich dann zu gleich auch nochmal ein Beispiel. Gut, also was haben wir denn hier zum Beispiel? Wir haben halt verschiedene Optionen, nur mal ein paar Beispiele aufgelistet. Options, die wir setzen können, Indexes, Follow Symlinks, Exec, CGI. Das können wir sowohl hinzunehmen als auch mit einem Minus explizit entfernen. Wir können sagen, alle Options sollen gesetzt werden. In diesem Fall würde es bedeuten, wenn der Apache in einen Ordner geht und dort die Dateien vorfindet, dann würde es ihm hier erlauben, dass er auch Symlinks dann in dem Ordner folgt. Oder man kann das explizit dann halt verweigern. Indexes wäre ein Fall, wenn keine Index.html oder keine Index-Datei gefunden wird von Apache, es sind aber doch Dateien in dem Ordner, dann sieht es normalerweise so aus, dass der Webbrowser halt einfach nur eine Auflistung anzeigt, welche Dateien vorhanden sind. Das können dann JPEGs, ZIP-Files sein, alles Mögliche. Und das würde man dann hier ermöglichen mit Indexes. Man kann auch gerade sagen, ja, ich möchte es nicht unbedingt, da liegen dann irgendwelche Dateien im Ordner, die für die Webseiten dann relevant sind. Und wenn die Index.html nicht da ist, dann möchte man das vielleicht lieber verbergen. Und wir können zum Beispiel sagen, dass CI-Skripte, dass er die ausführen darf oder nicht. Plus oder Minus. Gut. Das heißt, es gibt gewisse Direktiven, Vorgaben, die wir dort direkt in diese Konfigurationsdatei reinschreiben können. Heißt das 20 verbleiben oder so? 20 verbleiben. Achso, okay. Gut. Wir können aber auch sagen hier, es soll die Möglichkeit geben, dass für diesen Ordner auch Vorgaben überschrieben werden können. Also sprich,
Man kann gewisse lokale, gewisse einzelne Dateien, HTAccess-Dateien erzeugen und anlegen, wo man auch nochmal Direktiven reinsetzt. Und wenn wir jetzt sagen, allow override none für den Ordner, dann würde das auch eben speziellere HTAccess-Dateien verweigern. Das Beispiel von vorhin, wo man im Institut ist, man hat die Mitarbeiter und derjenige will dann ein paar Paper oder ein paar Dateien halt in seinem eigenen www-Public-Ordner da eben reinlegen, dann hat man als User ja keinen Zugriff auf den Apache und auf die Konfiguration, da müsste man dann zum Institut-Admin laufen und so. Damit man aber doch die Möglichkeit hat, einfachst dann nur Dateien reinzupacken oder eventuell da einen Passwortschutz reinzusetzen, gibt es die Möglichkeit, wenn der Admin das erlaubt hat, an dieser Stelle eine eigene HTAccess-Datei anzulegen, also quasi eine eigene persönliche Konfigurationsdatei für diesen Ordner und dann das sich entsprechend anzupassen. Das ist also auch in dem Zusammenhang eine Möglichkeit. Gut, hierauf gehe ich jetzt sowieso nochmal auf der nächsten Folie an. Genau, also das, was wir halt hier eben zum Beispiel gemacht haben für einen Abschnitt, können wir auch sagen, wir machen es nochmal für eine Unterseite, können wir explizit dann auch nochmal diesen Block schreiben. Alles, was in dem Block hier drin ist, wird dann auf das Verzeichnis angewendet. Genau. Gut, nun haben wir den Fall auch, dass wir eine gewisse Reihenfolge halt festlegen wollen, ob wir generell erstmal sagen, wir erlauben den Zugriff oder generell erstmal alles abblocken. Als ich damals angefangen habe, habe ich halt LAMP die ganzen Sachen installiert und dann sieht man auch, okay, PHP MyAdmin ist ein Paket, das ist praktisch, um dann auch am Anfang, wenn man noch nicht so sich gut auskennt, MySQL zu administrieren über ein Webinterface. Ja. Habe ich dann am Ende eigentlich gar nicht mehr groß gemacht. Aber man hätte dann zum Beispiel die Möglichkeit, vom Rechner zu Hause oder im Netzwerk über die URL das Webinterface aufzurufen und dann sich einzuloggen und da alles zu machen, dann MySQL-Administration. Das ist schön, aber wenn man nicht aufpasst, dann ist auch eben gerade diese URL nicht nur im Netzwerk, sondern auch im Internet dann sichtbar und dann passiert es halt in den Logdateien, dass man auf einmal sieht, dass alle möglichen Leute versuchen hier diese genau standardmäßig diese URLs für das Webinterface abzugreifen und dann ganz viele Login-Versuche machen. Ja. Und das heißt, dann ist vielleicht eine Idee, dass man sagt, okay, ich schränke das jetzt ein für eine Unterseite wie PHP MyAdmin, sage, okay, erstmal verweigere ich den Zugriff generell und dann setze ich noch fest, wer denn ran darf. Das schreibe ich dann rein, deny from all, und dann setze ich hier rein, okay, von localhost will ich natürlich dann darauf zugreifen können, wenn ich mal lokal am Server sitze oder ich definiere das hier eben für das Netzwerk oder aber ich sitze eben dann doch außerhalb woanders und bin per SSH drauf, sehe dann aber, okay, ich muss jetzt da mal ran, irgendeine Webseite, und dann schalte ich die eben nur für eine spezielle IP für mich frei, die ich dann da gerade habe. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Dafür ist das dann auch eigentlich recht praktisch. Ja. Dann kommen wir zu einem Beispiel für ein Apache-Modul, wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe jetzt noch weitere Bedürfnisse und ich habe sogar eine Lösung gefunden im Internet und in dem Fall jetzt die Bandbreite und ich möchte das jetzt einfach mal reduzieren, dass auf die Webseite so stark zugegriffen wird mit Verbindungen oder mit Downloadraten. Dann kann ich in dem Fall mir ein Modul runterladen, installieren. Ich sollte dann daran denken, dass ich es noch enable, dass ich dann noch die Konfiguration neu lade und dann damit meine Konfigurationsdatei vom Anfang, die ich hier nochmal stehen habe, dort mit füttere. Das heißt, ich habe meine Konfiguration, die ich einfach erweitere, um das Modul, das ich ihm sage, hier aktiviere das Bandwidth-Modul und da kann ich es anwenden, zum Beispiel für ein Verzeichnis. Das kann dann sein, dass man das Root Directory hat und dann die OnCloud noch hinsetzt und sagt hier, für den Fall möchte ich es eben limitieren. Für Localhost sollte eben keine Limitierung sein, fürs Netzwerk auch nicht. Für die eine spezielle IP, an der man dann gerade vielleicht von außerhalb sitzt, kann man sich das dann freischalten, aber alle anderen, das wird dann von oben nach unten abgearbeitet,
auf die nichts dieser Bedingungen zutrifft, die sollten auf 50 Kilometer beschränkt werden, weil ich dann sonst Probleme kriege mit anderen Verbindungen, zum Beispiel mit SSH oder so. Je nachdem, wie gut natürlich die Anbindung vom Server ist. Genau, also das wäre jetzt so ungefähr die Vorgehensweise für Module. Hier für so einen einfachen Fall. Gut, das war jetzt nur so kurz zum Anschneiden. SSL. Wie gesagt, es gibt spezielle Module für SSL, die man dann einbinden nutzen kann, aber das würde jetzt hier in dem Fall zu weit führen. Und da kann man auch gut auf Online-Tutorials verweisen. Gut, wenn wir das Ganze dann am Ende fertig haben und es vielleicht erstmal dann zu Hause oder im Intranet dann testen, dann mag es sein, dass es halt Probleme gibt. Das wären dann zum Beispiel Fehlercodes, die der Apache ausliefert, die dann dokumentiert sind, je nachdem hunderter Nummern, die dann in meinen Blöcken zusammengefasst sind, wo die 400er dann zum Beispiel darauf hindeuten, dass es möglicherweise ein Fehler ist, kleinseitig oder 500er Fehler, dass es serverseitig ein Fehler zu vermuten ist. Und dahingegen würde man dann auch natürlich die Logfiles dann konsultieren und gucken, ja, woran hakt es jetzt, was mag es sein. Und später dann für einen weiteren Betrieb wäre halt das Monitoren, da gibt es ja dann auch viele Möglichkeiten, wie wir zum Beispiel im Vortrag vorhin gehört haben. Gut, also damit wäre das zum Beispiel jetzt erstmal grundlegend der Block vom Apache. MySQL würde bei dem Aufruf dann gleich mit installiert werden und das als Datenbank hätten wir dann jetzt ausgewählt und wir würden dann damit konfrontiert, dass wir am Anfang erstmal gleich ein Konto einrichten für MySQL Root User und Passwort. Bei manchen das dann einfach mal zu Verwirrung führt, weil das ist jetzt nicht das Linux Root Konto, das ist jetzt dann speziell für MySQL, für die Umgebung zur Administration von MySQL selbst, wo dann später noch weitere User-Konten eingerichtet werden. Dann können wir schauen, wo der Apache läuft, auf welchem Port und so weiter. Der läuft dann erstmal auf Localhost. Es gibt natürlich dann später größere Szenarien, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt ein größeres System, wo wir große Bedürfnisse haben. Da läuft dann die Datenbank vielleicht auf einem anderen Server oder so. Da können wir auch remote da drauf zugreifen und das dann ins System einbinden. Aber am Anfang hat man das erstmal dann auf dem Localhost. Gut. Kurz zur Struktur. Wo finden wir die wichtigen Dinge? Wir haben hier einmal etc MySQL, wo die Konfigurationsdateien liegen. Und wir haben die Datenbank selbst, valid MySQL, die sich hier befinden. Am Anfang hat man die Standardeinträge, sobald man dann anfängt, zum Beispiel ein Roundcube und Cloud, wäre es dann bei mir zu installieren, ein Webinterface sozusagen hier, oder die Cloud, legt man damit dann auch eine Datenbank an und für diese Datenbank und Cloud als Beispiel würde man auch einen User anlegen, MySQL User und Cloud, sodass nämlich nicht wir jetzt den MySQL Root User nehmen oder andersrum, dass dass wir nicht anfangen, wenn wir mit OnCloud arbeiten, da den MySQL Root User zu missbrauchen. Das sollte alles schön getrennt ablaufen, genau wie dann für andere Fälle-Blocks. Gut, deswegen jede Anwendung sollte seine eigene Datenbank-Nutzer haben. Ja, und, wenn wir den Server dann erstmal laufen haben, sind das wieder die gängigen Befehle, womit wir bei SQL steuern und abfragen. Und da möchte ich noch kurz zwei weitere Punkte anschneiden. Einmal haben wir, weiß jetzt nicht, wie es genau ist, weil MySQL-Shell habe ich das mal so genannt, aufrufen. Das heißt, ich nehme MySQL, User, root, ph, localhost und lande dann in der Umgebung, wo ich dann direkt arbeiten kann und wo ich beispielsweise mir die Datenbanken auflisten kann, die vorhanden sind, wo ich neue Datenbanken anlegen kann, löschen kann, wo ich mit Tabellen arbeiten kann und so weiter. Das ist dann alles in diesem separaten Bereich möglich, den ich mit Quip dann wieder verlasse. Das ist erstmal als Idee, die dahinter steckt. Wenn ich dann wieder auf einer normalen Shell bin, und ich habe schon ein bisschen mit MySQL gearbeitet, habe Anwendungen installiert, habe Datenbanken angelegt, dann ist es später auch irgendwann
interessant, dass ich Backups angehe oder dass ich was importiere, exportiere. Ja, das würde ich dann zum Beispiel abwickeln über typische Befehle hier, wo ich das reinleite in SQL-Dateien, entweder für eine einzelne Datenbank oder eben hier einen kompletten Dump mache, wo ich alles abspeichere. Und genauso gut kann ich dann auch wieder importieren. Gut, wie gesagt, es gibt PHP MyAdmin, das Interface, sollte man darauf achten, dass es dann nicht im Internet verfügbar ist. Abrufbar ist. Ja, kommen wir zu PHP, also da gibt es dann auch für mich jetzt erstmal nicht so viel zu sagen. Installiert haben wir es dann in dem Schwung gleich mit, serverseitig die Skriptsprache. Wir haben damit auch das Apache-Modul PHP 5 und sollte auch dann eigentlich gleich aktiviert sein. Wenn man sich die Konfiguration oder die Infos angucken möchte, was PHP 5 jetzt alles liefert, also was für Module und was für Features, dann kann man sich eine PHP-Datei anlegen mit dem Inhalt und dann im Webbrowser einfach die Datei aufrufen. Dann listet er schön auf. Klassische Fälle sind beispielsweise, ich habe da eine Webseite auf dem Server laufen mit PHP oder ich habe das von den Entwicklern bekommen und manche Sachen laufen jetzt noch nicht oder beziehungsweise ich will was Neues online bringen und benötige dafür bestimmte PHP-Features, die vielleicht noch nicht unterstützt sind in der PHP-Version oder so. Dann kann ich das dort auch schauen. Allerdings auch hier wieder, das sollte man nur selber intern einmal abrufen. Das ist dann auch nichts, was dann aus Versehen online bleiben sollte im Internet. Gut, ein weiterer wichtiger Punkt ist PHP, wo es abgelegt ist, EDC PHP 5. Und da gibt es halt verschiedene Ordner. In dem Fall habe ich jetzt zwei genommen, Apache 2 und CE. Command Line Interface und dort liegen vor allem zwei PHP-Dateien, PHP-INI-Dateien drin für die Konfiguration und in dem ersten Fall in dem Sinne, wenn jetzt ich mit Apache PHP nutze und Webseiten ausgeliefert werden, dann kann ich hier die Konfiguration festlegen für PHP. Das gleiche dann nochmal hier für die Command Line. Also typische Fragen sind dann im Internet mal, Foren. Ja, ich will jetzt irgendwelche Eigenschaften ändern für PHP, aber ich habe jetzt mehrere PHP-INI-Dateien gefunden und welche ist es denn jetzt und wie sieht das überhaupt aus, wozu ist das da? Deswegen Beispiele sind dann halt, was man vielleicht häufiger sieht, ja, ich möchte jetzt auf der Webseite Dateien hochladen oder so und standardmäßig gibt es dann eine maximale Beschränkung von 2 Megabyte oder so, um eine Datei dann hochzuladen. Dann kann ich eben hier in den Dateien Einstellungen vornehmen oder Zeitzone oder eben auch hier wiederum Serversignatur, was der PHP dann mit ausplaudert, hier ich bin PHP 5 oder das und das läuft hier und so weiter. Kann man, wenn man will, auch abschalten. Ja, und PHP hat auch eine modulare Struktur. Das heißt, in dem Ordner hier, Mods Available, so ähnlich wie bei Apache, befinden sich wiederum auch Konfigurationsdateien, die INI-Dateien hier, ein paar exemplarisch. Und die wiederum hier, die bekommen einen Link von den entsprechenden Umgebungen, vom CLI und vom für die Apache-Konfiguration selbst in den Conf-D-Ordnern. Da liegen dann hier in diesem Ordner entsprechend Links, die genau hier drauf verweisen für die entsprechenden Module. Genau, und im Grunde genommen hat man auch diese Informationen hier, was jetzt gerade läuft, mcrypt und so weiter, JSON aufgelistet auf der PHP-Infoseite. Da ist es dann halt nochmal grafisch übersichtlicher, was aktiv ist, was nicht und so weiter. Gut, ja, damit liegen wir vielleicht noch gerade zu einer Zeit und gehen wir davon aus, wir haben alles installiert, alles läuft erstmal so und die wichtigsten Sachen sind getan, dann können wir natürlich die Webseite zu Hause dann erstmal betrachten. Und am besten dann auch noch in der geschützten Umgebung sorgfältig testen und so weiter. Im Zweifelsfall dann immer abfragen, was ist über den Webbrowser im Internet erreichbar, was nicht. Damit man dann nachher nicht so das Nachsehen hat. Und kommen wir dazu, für den Fall, dass man zu Hause laufen hat, also bei mir war es vom Background eher dann privater Natur, auch für OnCloud.
sobald man es dann natürlich größer aufzieht, beruflich dann fallen ein paar Aspekte weg, was dynamische CMS angeht. Sieht dann der User erstmal, okay, ich möchte die Webseite hier ansurfen, aber der Webbrowser, dem ist die IP nicht bekannt. Die wird dann durchgefragt über DNS-Server, bis jemand sie weiß, beziehungsweise müssen wir als Betreiber dann dort die aktuelle IP-Adresse, die sich dann ändern mag, müssen wir die mitteilen einem Server, zum Beispiel noip.com, der dann im Prinzip listet hier, das ist die dynamische, das ist die IP und dazu gehört der Domain-Name. Und das können wir hier über Deeds im Internet abwickeln. Das setzt in dem Fall dann voraus, dass wir hier noch auf unserem Server einen Client laufen lassen. Gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir können uns einen dünnen DNS-Account unserer Wahl aussuchen, im Prinzip Account erzeugen, Domainnamen wählen und damit hätten wir dies dann. Dann bieten DSL-Router ja heutzutage die Möglichkeit, integriert dann direkt die so zu konfigurieren. Wir können dann aber auch eben auf dem Server selbst Clients dann installieren. NoIP als Bekannter hat dann einen eigenen Client oder es gibt DD-Client noch weiterhin, die dann einfach auf dem Server laufen und dann regelmäßig dann die IP mitteilen an einem anderen Server, wo man dann halt den Status abrufen kann. Und das ist halt auch so ein kritischer Punkt, wenn man dann alles am Ende zu Hause laufen hat und da hakt es dann irgendwann, nach 2 Tagen ist man irgendwo in was weiß ich, in Wien oder so und kann dann auf seinen Server nicht mehr zugreifen, weil er einem die IP nicht mehr mitteilt. Deswegen, oder das am besten dann mehrfach absichern, vielleicht mit 1, 2 Diensten. Gut, klar, man kann das dann noch als Grundjob einrichten. Das sind jetzt nur verschiedene Beispiele, die ich im Internet so gefunden habe. Früher gab es dann halt direkt, glaube ich, dünndns.org oder so. Da kann man dann schauen, ob man kostenpflichtige oder kostenfreie Dienste dann nimmt. Ja, gut, das ist jetzt nur noch ein Aspekt am Rande. Der letzte Stolperstein sozusagen, wir haben den Server halt da laufen, wir haben halt die Dienste darauf, wir haben halt einen Router, wir müssen noch das Port Forwarding einrichten. Einfach nur das Problem bewusst sein, dass wir wissen, okay, wir müssen die Anfragen nach außen, von außen durchleiten nach innen, dass die Sachen nicht alle beim Router hier hängen bleiben. Ne? Wo kommt das der Datei 39 her? Bitte? Ach so, richtig. Interessant, toll. Das ist eine Cyber-IP-Adresse. Ja, genau. Ich habe da wüst irgendwelche Zahlen dann eingegeben. Gut, ein kleiner Aspekt noch, ich glaube zum Abschluss jetzt. Wenn man das Ganze dann laufen hat, möglicherweise beginnt man mit einem Raspberry Pi oder man beginnt direkt mit einem kompletten Rechner, dann sind das auch mal Fragen. Gut, klar, was will man am Ende mit erreichen, was will man anbieten, was ist zu erwarten vielleicht für eine Nutzung. Was brauche ich für eine Maschine, die da drunter dann werkelt. Ich habe es halt gesehen, ich hatte damals einen Raspberry Pi B oder so, das ist ein normales Modell, 700 MHz CPU und da habe ich den LAMP, den konnte man da zum Beispiel mit OnCloud nicht so gescheit drauf betreiben, weil es zu langsam ist. Dann kam die Empfehlung mit Nginx, habe ich aber nur kurz ausprobiert. Mit dem Pi 3 ist es sicherlich durchaus besser möglich, habe ich noch nicht getestet. Wenn man auf die Intel-Architektur dann setzen möchte, was ein paar Sachen dann vielleicht vereinfachen, mit der Wahl des Betriebssystems oder so, gibt es zum Beispiel den Intel NUC für 290 Euro, dass man ungefähr Vorstellung hat, der Raspberry Pi mit Zubehör bei 50 bis 100 Euro oder so, je nachdem. Intel NUC liegt man schon dann wiederum höher. Als Gegenwert, als Vergleich, ich habe nur mal gegoogelt bei Strato, wenn man sich da ein Server mietet, ist das, glaube ich, sowas um die 30 Euro im Monat. Ist natürlich nicht schlecht, weil man natürlich noch ein paar andere Vorteile mit hat. Oder man hat einen Computer selber dann zu Hause laufen, dann hat man die Kiste wieder zu Hause stehen, hat die Daten bei sich. Und da habe ich dann mal Gerät angeschaltet, einfach rein Interesse halber, weil man hat es ja dann selber am Laufen auch mit Strom. Also meine Kiste hat dann
60 Watt im Leerlauf gezogen, beziehungsweise vielleicht oder bis zu 70 Watt mal, man kommt da nicht regelmäßig drauf, aber man kann das aufsummieren auf 570 Kilowattstunden im Jahr. Das ist jetzt nur mal, da hat man eine Vorstellung, was es bedeuten würde. Also so ein Personenhaushalt bei mir hat dann vielleicht 1000 bis 1200 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau. Das heißt, man setzt dann hier nochmal gut eine drauf. Wenn man dann dem zugrunde legt, irgendwie hier zum Preis von 25 Cent pro Kilowattstunde, dann läuft man da im Monat bei 12 Euro im Monat mit rum. Also das nochmal so, um so ein bisschen das Kostenbewusstsein da ins Auge zu rücken. Und ja, also braucht halt auch Strom und kann auch energiesparende Systeme nutzen. Gut, also vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit und an der Stelle will ich dann auch gleich nochmal verweisen an einen passenden Folgevortrag in Raum 05 im Erdgeschoss. Vielen Dank.